Freunde, guten Morgen. Wir befinden uns im Tag 4. Tag 4, Digga. Heute geht's ab, Freunde. Wir geben den netten Mann hinter uns ab. Mal schauen, ob der Flughafen den will. Bloß hier scheint, das hier ist wieder ein Wasserfall, Digga. So sieht das alles hier beim Tag aus. Und jetzt, Digga, steck mal hier rüber. Wann geht Hugo? Wir werden direkt hier nach Hugo zum Flughafen bringen, Digga. Ich sag mal, es wird ein emotional moment, Freunde. Aber man soll nicht um die schönen Erinnerungen trauern, sondern man soll die schönen Erinnerungen in seinem Herzen tragen. Das ist von TikTok. Hä? Nee, das habe ich von Crispy Rob. Ach so. Ja. Ey, ich überlege irgendwie die ganze Zeit schon, ob ich hier baden gehen sollte. Ja, mach mal. So einen quicken Reingeher und dann schnell raus. Wie viel Grad hat das Wasser? Was denkt ihr? Und? Boah, Alter! Das ist noch mal ein Stück kälter als dieses Abwaschwasser gestern. Wirklich? Ja, aber ich würde es irgendwie machen wollen. Ja, wenn du willst, dann mach das. Also, ich mach's, ich hol Badehose. Bro, oh mein Gott. Was müssen wir machen? Wir müssen damit in einer halben Stunde losfahren. Nur Liebe an euch, Schwester. Das wird niemals klappen. Okay. Ich jetzt um, ja? Soll ich so. Ich mach Live-Reaction. Soll ich alles ausziehen und ich zeige euch mit Schwanz? Nee, ja. Mann, nee. Doch. Schon. Doch, Hugo will sehen. Hugo will sehen. Ja, willst du? Nein, bitte. Hier? Nein. Ich hab nicht hingeschaut. Hast du meinen Schwanz geguckt? Nein, ich hab nur auf dein Gesicht geguckt. Ich zeig dir gleich meinen Schwanz. Okay. Wie krass wird es jetzt reinhauen gleich? Was da vorne, da ist Sandstrand. Hey, Kevin. Ja? Viele denken, du bist eine Pussy. Ja, nein, was? Was macht das mit dir? Ist das so? Lässt mich rumschubsen, hä? Aua! Lässt mich rumschubsen? Au! Du wirst jetzt in dieses Wasser gehen. Ich geh in dieses Wasser. Und du wirst als Mann zurückkommen! Boah. Rein! Alright, let's go! Digga! Halt Maul! Atmen! Ich muss raus, ich kann nicht mehr reden, Digga. Holy shit. Oh, Digga, das war geil. Okay, nice. Oh, alright, schnell hoch. Dann schnell hoch jetzt, sonst stirbst du. PRP nicht an, Mann. Und wir können eigentlich dann auch schon langsam reinzählen, weil wir müssen losfahren. Ja. And I tell you all about it when I see you again. Hugo. Behalt ruhig erstmal. Es war mir eine Freundin. Du warst mir eine gute Freundin auf dem Trip. auf dem Trip? Ja, heimlich. Okay. Ja. Bruder, das hat mich wirklich sehr gefreut, dass du dabei warst, Mann. Ich hoffe, du hattest Spaß, Siggi. Komm gut nach Hause, Mann. Schreib mal, wenn du im Flieger sitzt und wenn du angekommen bist, Bruder. Mach ich. Danke, dass ich mitkommen durfte. Digga, bitte schick uns ein Bild vom Mac. Mach ich. Alright, Bruder. Lass einen Dreier machen. Mach's gut, Bruder. Ciao, ciao. Wo muss ich hin? Du musst rein. Ja, rein und dann zu deinem Geld halt. Wo ist mein Geld? Das steht im Internet. Du hast gebucht, Bruder. Mann, endlich schreit mir niemand mehr ins Mikro. Ich hab das gehört. Ciao, Bruder. Oh mein Gott, Freunde. Endlich Ruhe, meine Fresse, endlich ist er weg. Freunde, da möchte ich nochmal sagen, was ich vorhin schon gesagt habe. Man sollte nicht sie jetzt traurig sein, weil es vorbei ist, sondern wir sollten eher froh sein, dass es passiert ist. Boah. Erstmal bin ich inzwischen. Digga, heute Abend saufen wir. Heute ist ein Saufabend, ja. Heute ist ein Saufabend, Digga. Heute ist ein Saufabend. Ich fühl's richtig, Digga. Heute wird der Radar reingesoffen, Digga. Ist das der Play? Jetzt eine SIM-Karte holen oder zwei, oder? Das wäre. Na, eine würde ich erstmal holen, oder? Okay. Ja, lass eine holen. Wir sparen. Get low in the whistle blow. Ja. Sie ist eine 10 von 10. Du weißt, was ist passiert. Aber sie will mir in den Mund scheißen. Sie ist jemand, der sagt. Guck mal, sie sagt sogar auf korrekt. Sie sagt, guck mal, unsere Beziehung und so, die ist alles super. Wir werden jetzt in einem Monat mit unserem Kind geboren. Ne? Und wir haben unfassbar viel Geld und sind einfach glücklich. Ja. Wir sind so in einem Disney Princess Movie drin. Aber sie sagt, es gibt eine Sache, die macht mich richtig. Also, wenn ich das nicht machen kann, werde ich super traurig und ich will dir jetzt ins Maul scheißen. Was würdest du sagen? Ja, machen wir.
Wirklich? Ja. Und dann müsstest du dir eine fette Wurst reinlegen lassen ins Maul. Dann machen wir es. On guard gerade? Nein, weiß ich nicht. Aber ich habe ja auch schon eine 10 aus 10, die das nicht will. Oh! So there is no prepaid card available above one gig? No. Okay, wir also können aber nochmal zu den anderen Atzen hier drin gehen. Ja, weil ich glaube, das wollte er uns nicht sagen. Das ist der... Ah ja, hier ist es. Ja. El Kiop. Thank you very much. Okay. Bye, bye. Was war das Ding? Wir müssen zu einem anderen Store. Also er war super korrekt. Und hat uns quasi zwei Stores gesagt oder ein Store gesagt, wo wir richtig gute Sachen bekommen können. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir da mal hin und checken das aus. Der hatte jetzt gar nichts da oder was? Ne, er hatte was da, aber er meinte, wenn ich euch das verkaufe, scamme ich mich halt ab. Oh, hier ist Greifautomat, sollen wir schnell zocken? Na, eine Runde, komm. You wanna play? Ja. Welchen willst du? Nimm den grünen, der ist locker oben drauf. Ja. Guck von der Seite, guck von der Seite, guck von der Seite. Schnell, schnell, wir haben noch 10 Sekunden. Ein Tick zu dir. Ja. Mach ich? Ja. Feuern. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Bro. Bro, holy shit. Oh shit. Let's go. Good job, Mann. Good Let's job. Go. Holy shit. Ey, das ist smart, dass einer so und so guckt. Ja, ja. Easy. Easy. Digga, wer ist der? Bro, das ist ein Maskottchen. Ja, mal noch einen. Wir haben noch einen, wir haben noch einen. Okay. Mach du den anderen. Ja, ja. Pass. Oh mein Gott. Ja, der ist sauber, sauber, sauber. Ah. Du hast den First Try. Digga, das war über. Ich war aber krasser Call, dass wir den nehmen sollten. Ja, der lag gut. Ja, over. Oh! No. Oh mein Gott, Digga. Jetzt musst du nochmal. Okay, okay. Oh, der ist, oh, der nice, ist gut, der ist nice. Saftig. Oh! Oh, Digga, ich dachte kurz. Sorry, ich hab den geblowt, ich hab den geblowt. Ich hab den geblowt. Ich hab den geblowt. Ja, komm. Ich glaube, wir haben einen Credit noch. Okay, jetzt der. Lass weiter. Ja, das ist doch der süßeste Mann. Ich meine, wir haben... Die anderen waren Goof-Asses. Sollen wir den Stress machen, das jetzt zu suchen? Oder sollen wir einfach zu... Ich glaube, wir eine Begrenzung auf diesen Dingern haben. Also wir haben auf den Karten von meiner Mom, die zwei, ja, haben wir eine Begrenzung von 40 GB. Ich würde sagen, lass einfach mal tryen. Was denn? Einfach mal nicht machen. Okay. Einfach nicht kaufen. Ich meine, wie teuer kann es werden, wenn das Datenvolumen abgelaufen ist? Ich habe null Ahnung. Weiter geht's! Wir haben kurz ein Kuscheltier ausgeraubt, Freunde, jetzt geht's weiter. Stehen bleiben gerade? Nee, ne? Ich kann überall stehen bleiben. Ich glaube, hier ist was. Theke und hier ist ein Leckerstor. Ja, 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 ja. Oh, wir gehen rein. Ich will auf jeden Fall einen Weißwein mitnehmen. Das hier sind, boah, das sind richtig teure, Bro. Das ist ein 20-Euro-Wein hier. Ja, hier ist so ein Chardonnay, der kostet einen Tenner. Wollen wir den mitnehmen? Ein Tenner ist doch okay. Alkohol ist halt hier sehr teuer, ne? Also ich glaube, das ist bei uns wahrscheinlich so ein 3-Euro-Wein hier. Soll ich mal scannen? Ich habe so eine Wein. Ja, schau mal. Dann kannst du halt so, hier jetzt den abscannen. Das ist aber eigentlich ganz gut für jetzt gerade. Das ist ein Snob in meinen Augen. Ich kann das jetzt so auf dem Profil, zack. Und jetzt kann ich schauen, wie teuer der in Deutschland ist. Oder allgemeine Mittel. Okay, wir haben ihn. Leute, wir wollten 12,77, das ist normaler Preis. Das ist normaler Preis okay, hier. Okay, okay. Ja. Dann machen wir das doch. Boah, 45 Euro, Digga. Krass. Crazy. 45 Euro, Digga. Cool. Das ist krass. 45 Euro für ein Jägi. Was ist das? 0. Wie viel ist das? Ist das 0,7? Ja, 0,7. Crazy. Wie teuer ist das in Deutschland? Ich hab keinen Plan. 15 Euro? Ja? Oder? Oh, guck mal, der hier ist sogar 18 Euro? 60. Alter. 60 Euro. 60 Euro für den Kollegen hier. Das ist halt unser Jägermeister, ne? Jägermeister ist so ekelhaft. Ewig, Mann. Ja, nee, komm, lass den Wein nehmen und raus. Also, nur dass es checkt, Leute, wir haben uns jetzt, seitdem wir beim Flughafen waren, nicht einmal vom Fleck bewegt. Wir fahren die ganze Zeit in den gleichen Schacht hin und her. Das checkt ihr schon, oder? Also wir fahren jetzt quasi los zu dem Campingplatz. Ja, ist ja eine geile Tagfahrt dann vom Ding. Wir haben es dann wieder geschafft, den ganzen Tag zu blowen und sind wieder eine Nachtfahrt. Oh mein Gott, ja. Guck mal hier das links. Sieht so krass aus, ey. Boah, meint ihr das schon mal jemand? Meint ihr denn sehr schon mal jemand reingekackt? Das sag ich so, wie es ist. Nämlich ohne Chat und nur mit einer Dame meiner Wahl. Die Finisher meiner Freundin. Alleine in diesem Wald heute früh gewesen wäre, Freunde, dann wären Dinge passieren. Das ist irgendwie eklig, dass ja. Du es jetzt so extra erzählst. Ich wollte es nur kurz erwähnt haben. Leute, wie sieht's aus? Habt ihr Bock auf die Edeltour? 2.000. MLG-Horns waren das. Checkt ihr, dass wir irgendwo in Norwegen sind und uns so ein trockenes Brot mit Aioli reinknallen? Ich sag, dieses Brot ist so lecker. Das ist echt ziemlich lecker, ja. Das ist irgendwie so. Weißt du, was das ist? Ich glaube Brot. Ja, mit so einer Hirse oder so. Ja, yeah, fucking no, man. Alright, Freunde, wir sind da. Wir sind in der nächsten Location. Jetzt wird gefressen. Yeah. Ich
Hackessen nicht mehr aktuell. Papa Platte ist ein cooler Typ. Er raucht nicht und trinkt nicht und ist einfach straight und straight edge. Okay, Digga. Ja, ich habe das Gefühl, langsam geht's uns nicht mehr gut, Mann. Wirklich, ich habe das Gefühl, wenn wir jetzt nochmal 4 Tage vorspulen, Bruder, dann ist es vorbei. Grüß, hi. Grüß Gott. Hallo. Hallo. Is it open? It's open, yes. Ah, perfect. Very nice. Should we just sit down? Yes, sit down. Alright, thank you. You chose the wrong side, man. Oh, unser Essen kommt. Oh, das geht schon los? This is the garlic bread. Yes. No way. Oh, Digga, das ist riesig. He make it little bit bigger. Okay. Thank you very much. Okay. Heilige Scheiße, Digga. Bro, wie sollen wir das alles essen? Das schaffen wir niemals. Bro, das ist eine der 3 Vorspeisen. Okay, gut. Die sind entspannt. Okay, das sind die hier. Die Cheese sind entspannt. Die sind gechillt. Das ist die eine Vorspeise. So, Size Comparison ist hier meine Hand. Eine Pizza darf nicht zu viel drauf haben. Eine Pizza muss der der Teig und die Tomatensauce muss so und der Käse muss überzeugen und alles andere muss sehr low-key sein, finde ich. Es darf nicht so mega bepackt sein. Das finde ich bei allgemein jedem Essen eigentlich. Vor allem das Schlimmste ist so Donuts, wo so richtig dick Steak drauf. Digga, ich hasse das. Dann, Bruder, ich will nicht noch 6 Toffifee drauf haben. Viel Kinderschokolade. Ja. Oder mach einfach einen guten Donut und halt die Fresse. So. Oh mein Gott, das ist so true, Alter. Ja, das hat mir gerade so aus dem Herzen gesprochen. Das ist, Digga, ist aber so, wie scheiße ist dein Donut bitte, wenn du noch 6 Toffifees oben drauf machst? Bruder, soll ich gleich bei Bauamt anrufen, dass du noch Stockwerk-Baugenehmigung bekommst oder so? Donut hier, Duplo, Säulenstützen, oben eine Hanuta. Bumm, dies, das, Smarties als Regenrinne. Six Monitors. Als Regenrinne. Geil. Hey, paar Raffaelos als Außenlampen angebaut, oder scheiße. Halbe Architekturprojekt auf einmal von Studium, Digga, fick euch. Und auch immer viel zu süß. Macht auch mal Donut, der nicht 100.000 Gramm, Millionen Gramm Zucker hat, weißt du, wie ich meine? Man kann doch auch was lecker machen, wenn es einfach normal schmeckt und nicht komplett, so komplett. Oder beißt da rein, mir tun die Zähne weh. Und, was weil der because the sugar goes in at the tooth, man. Oh nein. Ey, no joke, Dominik, hast du mehr als ein Pullover? Ich sehe dich immer in denselben 2 Pullovern einfach. Ja, den habe ich locker schon ein halbes Jahr nicht mehr angehabt. Wirklich? Mhm. Krass. Ey, komm, anyways, Kevin, was willst du denn über irgendwas mit so Klamotten reden? Du trägst immer nur so die dir irgendwelche Arschlöcher zuschicken. Ja, okay, fair. Du hast nicht eine einzige Sache, wo du sagst, die habe ich mir mal ausgesucht oder so, ich mir gekauft. Du bist so also ein wandelndes Werbplakat. Du bist so ein krasses Opfer bei diesem Thema und shootest gegen mich. Ja, aber ich kriege auch deine Sachen zugeschickt halt. Ja, das ist ja nicht mein Problem. Ich sag mal, fair enough, ist wahr. Ja, natürlich. Nee, ist wahr. Da muss ich sagen, wirklich, Dominik, da hast du gerade mal recht. Einfach dann immer, Digga, wie oft hast du scheiß Young Huren Apotheken-T-Shirt an? Ja, krass ist von Young Huren, Digga, und? Das ist krasser als dieses, weil es von Young Huren ist. Digga, wirklich peinlich. So peinlich, sauer. Digga. Wo schlaft ihr heute? Wir wurden von einem Campingplatz eingeladen. Ich habe keine Ahnung, wie das passiert ist. Aber irgendwie haben die uns angeschrieben und so und da fahren wir heute hin. Und die haben auch so gesagt, dass wir bei denen so Boot fahren können und so. Und das ist alles geklärt und wir werden morgen Boot fahren. Oder wir werden halt abgestochen. Ich glaube, das sind die 2 Optionen, die es gibt. Wir gucken mal. Bye bye. Bye bye. Thank you so much. Have a good night. Thank you very much. Wow. Stehen wir auf unserem Platz gerade? Wir dürfen es aussuchen, ja. Aber einer von diesen hier. Alter, das sieht man jetzt nicht nachts, aber da vor uns ist einfach ein riesiger See, Junge. Und wir haben da noch so, da links, das könnte man vielleicht sehen, da ist so eine Bank mit so einer Holzbank, wo man so sitzen kann morgen, wenn wir gutes Wetter haben. Ey, ich glaube, ich verliere langsam den Verstand. Ich sehe manchmal im Wohnmobil seit einer halben Stunde so Leute sitzen. Als ob. Also nicht so wirklich sitzen, sondern ich sehe so, kennt ihr das, wenn man manchmal so, man hat zum Beispiel so Klamotten, die sind so aufgesteckt und man denkt so, es ist ein Mensch. Ja. Und das habe ich sehr verstärkt gerade. Bist du müde? Oh, laber nicht so eine Scheiße, die wir nach einer verfluchten Puppe waren, dass du jetzt Leute sitzen siehst. Ich sehe nicht Leute sitzen, aber zum Beispiel im Spiegel sah Miguel aus wie Miguel selber, aber mit Glatze. Gerade so aus dem, aus dem Augenwinkel. Oh, Gott, der ist going are you good, bro? Ey, Miguel, wir schließen die Tüte heute ab. Macht die Gasflasche zu, ihr könnt easy ersticken, wenn die nicht richtig zu ist.
Die Gasflasche ist zu, die alte, Chat, okay? Die ist zu. Ja? Ja, wir schließen kurz Strom an. Der checkt nicht, dass wir hier sind. Der ist völlig delusional. Guckt ihn euch an. Der ist matt. Okay. Der Prippel muss auch unten. Ja, perfekt. Der Prippel. Jawohl. Finger weg. Strom ist an. Kamerad. Good job. Jetzt geht es zurück. Wir haben keinen Strom. Doch. Nee, Strom geht nicht. Geht nicht. Habe aber alles angeschaltet. Aber dann ist irgendwas draußen falsch oder so. Wo ist die Test? Sind wir dumm? Wir haben da drüben so einen Leister angeschlossen. Willst du nochmal schauen? Der Vollidiot, Digga, ist der dumm, Alter? Ist der dumm? Ist der dumm, Alter? Was macht er jetzt? Was will er jetzt gucken, Digga? Der Strom geht doch. Was ist los? Was ist das für eine Scheiße? Seid ihr dumm? Ich kann auch Gas wieder aufdrehen. Dann sehen wir uns morgen früh nicht wieder. In-game. Winning up the cut, night, Joe. Up and ready, long time ago. Got you, give me the go. Yes, I've got no Joe. Ja. So, Freunde, wir stoßen jetzt an auf eine bis jetzt sehr gute Tour und auf eine hoffentlich weiterhin gehende gute Tour. In dem Sinne, Freunde, auf euch. Gott bewahre uns vor Regen und Wind und vor Autos, die aus Frankreich sind. Zum Wohle. Zum Wohle. Und vor schlechtem Internet. In dem Sinne, Stößchen. Wo stecken die Jungs eigentlich gerade, Chat? Ich kann es dir sagen. Also auf jeden Fall Norwegen schon mal. Ja, Norwegen. Wir sind so ein bisschen westlich von Bergen im Grunde. Östlich. Das nächste größere in der Nähe ist so Ohlen. Also Norwegen, you know? Ja, im Grunde sind wir zwischen Bergen und Stavanger. Heilige Scheiße, ich muss doch heute wichsen. Okay. Sorry. Habt ihr schon? Ja, nein, klar. Nein, ich hab hast du? Ja, wann? Sag ich nicht. In der Dusche gestern. So schnell? In dem Sinne, Freunde, ich wünsche euch einen wundervollen Abend. Danke fürs Einschalten. Und wir sehen uns morgen wieder, Freunde. Wir sitzen jetzt einfach so lange hier, bis Kai oder Akri wegschalten. In dem Sinne, macht's gut, Mann. Ciao, ciao. Freunde, bis morgen. Adios, amigos.